Heute gibt es eine schöne Herausforderungsfolge für euch, denn ich möchte noch die wöchentliche Extreme-Herausforderung, die tägliche Extreme-Herausforderung und natürlich die wöchentlichen mir angucken. Hier bisher auch einmal Bronze, einmal Silber, einmal Gold. Das ist doch auch absolut in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Sammeln so schnell wie möglich 150 Looms auf einer normalen Strecke. Geil. Oh, das kennen wir, das Level. Da waren wir bisher. Ja, da haben wir eigentlich auch viel durchgemacht, könnte man sagen. Oh, das war nicht so gut. Das kann man definitiv auch besser machen. Okay, bis auf die eine Tatsache, dass ich da verkackt habe. Boah, Glück gehabt. Dürfte es recht easy sogar sein, hier 150 Looms zu kriegen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, zu früh gesprungen. Natürlich muss man trotzdem auch schauen, dass man viel Zeit spart. Und jetzt bin ich sogar zu weit. Das ist natürlich schlecht. Okay, aber das geht noch besser. Das geht noch sehr viel besser. Da bin ich mal gespannt, weil das eine coole Idee ist. Auch nochmal schön was anderes zu dem, was man sonst bisher gemacht hat bei den Herausforderungen. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, dass sich das sehr schnell extremst wiederholen wird. Aber bisher überrascht es mich sehr positiv. Na, scheiße, zu früh gedrückt. Naja, es ist nicht einfach. 150 Looms. Das sind 15 Mal eine perfekte Reihenfolge. Muss man auch erstmal machen. Ne, eigentlich sogar nur 10 Mal. Eigentlich sogar nur 10 Mal, stimmt, weil es gibt ja 15 pro Reihe und nicht 10. Okay. Nur 10 Mal perfekt. Das hätte ich doch schon. Das kann man doch sehr früh schaffen, denke ich mal. Ne, es scheint immer etwas anders zu sein, weil ich jetzt gerade mit 47 eine Zahl habe, die dann etwas anders ist. Und doch unterschiedlich, wie viele es sind. Ja, Tatsache. Okay, aber es sieht gut aus. Na, scheiße, den habe ich halt jetzt verkackt, weil den muss ich mich erst noch gewöhnen. Okay. Oh, das war's. Ja, schlecht war es nichts, geht aber auf jeden Fall besser. Hm, Silberpokal. Aber wenn ich den einen Fehler nicht mache, dann könnte ich auf jeden Fall Gold schaffen, denke ich mal. Also Gold wird man ja wohl kriegen, wenn man das einmal fehlerfrei macht. Weil allzu viel schneller kann man es nämlich gar nicht machen, weil es halt ein vorgeschriebener Weg ist. Hier kann man natürlich noch ein bisschen Zeit verlieren. Das war jetzt definitiv nicht das Schnellste. Okay. Muss nur, darf nur nicht vergessen, mal bei dem einen Ding. Ah, ansonsten ist das hier richtig. Hier, da darf ich es jetzt nicht vergessen. Oh, das war jetzt langsam, aber dürfte im Endeffekt. Oh nein, jetzt. Oh, fuck! Egal, war langsam. Ich darf erst springen, wenn ich nach oben gehe. Wenn ich ganz oben bin, meine ich. Da möchte ich jetzt eigentlich schon einen fehlerfreien Lauf schaffen. Das ist, denke ich, mehr als möglich. Da ist dann aber die große Frage, wie kriegt man dann hier Platin, bitte? Scheiße. Nein, fuck. Weil hier kann man ja nicht wirklich, da kann, egal wie viel Skill du zeigst, wirklich viel schneller wird's nicht gehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich möchte das auf jeden Fall auch erst beenden, wenn ich einen fehlerfreien Lauf habe. Oh, der war jetzt richtig gut. Jetzt habe ich hier nicht mal Zeit verloren. Hier gibt es vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, dass es schneller geht. Keine Ahnung. Bisher stelle ich mich richtig gut an. So, jetzt hat. Yes!
Na, hängen geblieben. Kacke. Das war nicht nötig. Und jetzt habe ich es hier verkackt. Verdammte Scheiße. Ah, Mist, 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 Mist. Schade, war richtig gut. Hier kann ich natürlich ein bisschen Zeit nochmal gut machen. Ah, das war doof. Jetzt habe ich mich so sehr auf den Drehding konzentriert. Aber stimmt, den kann ich natürlich auch noch machen. Oh, aber dann bin ich schon zu hoch. Habt ihr gesehen? Hab einen verpasst. Gut, das bringt mir natürlich nichts. Vielleicht soll ich mich doch nur darauf konzentrieren, also auf das Nötigste konzentrieren. Hier, wenn ich ganz safe bin, dann kann ich es ja machen. Hier zum Beispiel darf ich es nicht machen, weil ich sonst zu weit bin. Hier ist okay. Hier wäre vielleicht auch okay gewesen. Ach, scheiße, jetzt bin ich da nicht oben hingekommen. Das ist so, da. Das ist so ein richtig schönes Ehrgeizspiel wieder. Also hier kann man es machen. Hier kann man es machen. Warum? Ich bin so blöd. Ich kann das doch einfach darüber schieben. Das ist aber, ich merke sofort das Problem. Das sind dann doch aber zwei Sachen, auf die man sich auf einmal konzentrieren möchte. Auch wenn es natürlich überhaupt. Warum macht das jetzt nicht hoch? Geil, schau es mir jetzt trotzdem erst nochmal zu Ende an. Hier darf ich es nicht machen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier könnte ich es wieder machen. Das sieht richtig lecker aus wieder. Genau, jetzt bin ich diesmal hier auch nicht hängen geblieben. Oh, jetzt habe ich, einen Riesenfehler gemacht. Bin zu weit gesprungen. Aber das schaffe ich jetzt. Jetzt bin ich richtig heiß. Ich weiß ganz genau, wann ich was drücken muss. Geil, Murphy hat mich gerade umgebracht. Vielen Dank, Arschloch. Oh, da will ich einfach jetzt mal hier so richtig abkassieren. Ah, das habe ich befürchtet. Ja, zu langsam. Viel zu langsam. Das war nix. Machst du es trotzdem fertig? Nee, nein, das ist Quatsch. Da war jetzt viel zu langsam. Ich könnte es überhaupt mal wieder fertig machen. Eigentlich würde mir Gold ja reichen, ne? Ach Mann! Da geht es dann mal zweimal. Komm, einmal gescheit konzentrieren, dann geht das schon. Nein. Oh, hängen geblieben. Fuck it. Ach, das ist natürlich auch richtig klasse. Immer, warum verrecke ich denn jetzt immer am Ende? Gibt's doch nicht. Leute, ich werde das ja wohl jetzt schaffen können. Also da bin ich zu schnell für Murphy. Okay, das muss ich mir merken. Da darf ich es nicht machen. Da bin ich ihm zu schnell. Hier kann ich es machen. Hier nicht. Was mache ich denn da? Nicht zu früh los. Das darf doch nicht wahr sein. Warum habe ich denn da jetzt so Probleme mit? Wenn ich sorgenfrei bin, ohne dass ich mir Gedanken mache, wie ich besonders schnell bin, bin ich immer viel besser. Aber hier bildet man sich dann irgendeine Scheiße drauf ein.
und ist dann sehr viel schlechter, als man eigentlich ist. Jetzt will ich es einfach nur mal wieder schaffen. Ich meine, für Gold müsste es reichen. Einmal fehlerfrei. Jetzt aber. Nein. Nein, und ich bleibe auch noch hängen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann, muss das sein? Muss das sein? Es ist kein Gold. Es ist, Alter, schaut mal, wo die Goldmedaille ist. Das gibt's nicht, oder? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Was soll das? Aber in keinem Fall kann ich das auf mir sitzen lassen. Ich mach's einfach fehlerfrei. Scheiß auf die. Scheiß auf den Dreh. Das kann auch nur maximal Platin sein. Wenn es überhaupt geht. Nein! Mann! So schwer sein, den scheiß Run einmal fehlerfrei hinzukriegen. Jetzt schon wieder nicht. Was ist denn jetzt los? Ich will diesen Run einmal fehlerfrei haben. Und zwar für euch. Ich bin so ein dämlicher Horst. Warum kriege ich denn das jetzt nicht gebacken? Hä, das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich mache es im ersten Run perfekt. Bis auf eine Szene, weil ich nicht wusste, wie ich da reagieren soll. Und jetzt kriege ich es nicht mehr gebacken. Hä? Ich flippe hier gleich völlig aus. Ich mache gleich die Aufnahme einfach aus, weil ich hier sonst ausflippe. Muss ich aber flattern. Ja, leider, wie wir wissen, noch nicht unbedingt mein größtes Problem. Ich baue ja am Ende gerne mal Scheiße. Jetzt habe ich hier wenigstens richtig reagiert. Komm schon. Ah, fehlerfrei, das ist Gold. Danke. Alter, sogar hier noch Erster. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich das sein lassen. Aber gibt's da überhaupt Platin? 33,17? ETF, wie soll denn das gehen? 33,17? Das ist ja krank. So, wöchentliche Herausforderung. Die normale. Hoffe, ich mache das ganz schnell Gold. Oh, das ist was mit Laufen. Bisher hatte ich da... Ach ja, beim letzten Mal... war ich ja kurz vor Platin und hatte es nicht geschafft. So, jetzt ist das gleiche Level nur nochmal. Mit Laufen. Also halt. Aber quasi ohne die Looms. Rein theoretisch. Ja, es ist mir jetzt egal, wie viele Looms ich hier sammle, darum geht's hier nicht. Ich muss hier einfach nur fehlerfrei so weit wie möglich kommen. Alles klar. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt.
muss mir nur die Level genau angucken. Und das kann ich ja eigentlich. Oh, das ist neu. Das war beim letzten Mal nicht. Ui, da. Okay, das... Hä? Moment mal. Warum hat er sich da nicht festgehalten? Okay, Moment mal. Das ist eine interessante Herausforderung. Hier, das kann ich zum Beispiel auch alles sein lassen. Darum geht's überhaupt nicht. Das sollte ich machen. Das. Das mit dem Seil ist ziemlich gemein. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Ah, okay. What the fuck? Alter, das ist ja richtig schwer. Das ist nicht mal die Extremherausforderung. Heft, das kommt mir echt schwer vor. Vielleicht sollte ich doch mal kurz ein bisschen chillen. Und mir das einfach mal genauer angucken. Ich meine, ich verrecke ja nicht sofort, wenn ich stehen bleibe. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dass ich jetzt wirklich gestorben bin, weil ich... Ah, das ist die Hölle für mich. Ja, 1100, das muss ich einfach packen. Letztes Mal hatte ich 1400. Ein bisschen Würde muss ich ja schon... Ich hab fast schon wieder zu schnell gedrückt. So, jetzt sollte ich mir das vielleicht nochmal in Ruhe angucken, was sie hier von mir wollen. Wow, das war knapp. So, jetzt. Jetzt. Und jetzt weiterlaufen. Okay, ich sage, man hat ja eigentlich auch Zeit. Kann man sich auch mal gönnen. Hey. Oh, shit. Alter. Also, es ist definitiv schwieriger als die allererste, die wir hatten. Nein! Ach, Scheiße. Ja, egal. Ich würde sagen, das reicht für euch. Das Level kennt ihr jetzt. Ich denke, den Rest werde ich off-air machen. Weil ich denke mal, nur die ganze Zeit so dabei zugucken, habt ihr auch keinen Bock drauf. Zeige ich euch lieber noch die extreme wöchentliche Herausforderung, vor allem die hat 2 und ich finde sie schon schwer. Was geht hier? Was geht hier, Mann? Okay, wohl in einer bestimmten Zeit die Looms holen. Ich habe die wöchentliche extreme Herausforderung, habe ich noch nie was gehabt. Stimmt, die habe ich ja erst mit Stufe 7, glaube ich, freigeschalten. Mit Genialitätsstufe. 300. Das heißt, für mich ist das ja eigentlich total neu. Alter. Sehe ich ja jetzt schon, dass ich dann das nix, dass ich nichts reiß. Achso. Alter, das geht ja übelst. Ah, das kennen wir noch. Genau, hier nicht springen. Ja, aber ich weiß nicht was, 40 Sekunden waren da. Waren da Gold oder was? Das ist natürlich krass. Das wäre... Oh, das war blöd.
Das werde ich natürlich nicht schaffen. Ja gut, wobei, ich sag mal, das ist wirklich so eine Sache. Da musst du dich nur einspielen. Sobald du da mal alle, die auch so, sagen wir mal, ein bisschen auswendig gelernt hast, wann welches Ding kommt, dann geht das schon. Das war natürlich blöd. Stimmt, da muss ich ja nur drauf fallen. Jetzt kommt das nochmal. Ja, es ist ja nicht schlecht, was ich hier mache. He's everywhere. Okay, sogar ein Achievement freigeschalten. Lol. Jetzt muss ich mir erstmal angucken, ob es wirklich 40 Sekunden waren oder waren 40 Platin. Wobei ich sag, naja, 40 ist schon krass. Naja, 48, das schaffe ich locker. Jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Was heißt locker? Einfach wird's nicht. Aber ich meine, ich hab... Oh, scheiße, das geht ja schon wieder gut los. Aber weiß, wo ich viel Zeit verloren habe. Also ich sag's mal so, es ist... machbar. Ja, das war zum Beispiel sehr geil, dass ich den letzten mit einem super Stampfattacke gemacht habe. So, genau, hier. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch Zeit verloren gehabt, weil ich einmal daneben geschlagen habe. Okay. Das ist halt auch wieder so eine Sache, gell? Du darfst halt keine Fehler machen. Wenn du die nicht machst. Ist das locker drin? Scheiße, das hätte mir nicht passieren dürfen. Na, jetzt mal wieder denselben Fehler. Aber vorne hatte ich es geschafft, das ist es halt. Ja, so hätte ich es machen müssen. Wie gesagt, das ist eine Mach-keine-Fehler-Geschichte. Jetzt bin ich natürlich nervös, jetzt verkacke ich es nur noch. Bin ich da oben noch gestorben? Das ist ja total bescheuert. So, jetzt habe ich hier oben schon mal keinen Fehler gemacht. Oh, das war auch blöd. Achso, das darf ich eigentlich gar nicht machen. Oder ich mache es einfach die ganze Zeit so. Das war gar nicht mal so scheiße eigentlich. Ah, es ist schon schwer. Hier zum Beispiel keine Fehler machen, ganz wichtig. Hier habe ich ein paar Fehler gemacht jetzt. So, hier ist ganz wichtig, dass ich den jetzt nicht nochmal mache. Jawohl. Okay, komm, 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 komm. Komm! Das schaffe ich nicht. Puh. Okay, da wird einem jetzt klar, dass 48 Sekunden doch schon ganz schön krass sind. Alter, 50. Ja, knapp. Knapp. Also ich sag's mal so, machbar ist es. Werde ich vielleicht auch machen. Aber sowas mache ich alles off-air. Ich denke, ihr interessiert euch jetzt lieber wieder fürs Hauptspiel. Es war jetzt mal wieder ein Part wöchentlicher und... ach, es war halt einfach ein Herausforderungspart. Und joa. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann gibt's wieder normale Level. Haut rein.